Aufstieg der Grudi. Storyreich 5. So. Auf nochmal. Your journey starts here. So. What is your people's form? Was nehmen wir? Katzen. Katzen. Ich mag Katzen. Wo waren die Katzen? Irgendwo gab es Katzen. Da. Was könnte jetzt helfen? Mehr Widerstand? Was hatten wir hier auch? Nee, das ist der Verteidigungsmodus, der das gewährt. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied nochmal zwischen Widerstand, dem physischen Schaden und Verteidigung ist auch der physische Schaden? Stark hilft uns, glaube ich, eher weniger widerstandsfähig. Statuswiderstand. Ach, nicht physischen Schaden und physischen Schaden. Lass mal den nicht physischen Schaden nehmen. Wüstenkatzen helfen uns jetzt überhaupt nicht weiter. Schneller leveln? Schneller leveln heißt schneller stark werden, ne? Ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass wir es hinkriegen können. So, wir nehmen keine feudalen Katzen. Feudale Ratten haben nicht geholfen, also nehmen wir auch keine feudalen Katzen. Bauwerke mit Einnahmen durch Mana. Ich will aber keine Totenbeschwörerkatzen. Fleißig. Was ist denn so ein Rohstoffspeer? Fleißige Speer enthält eine Verbindung oder neutralen Provinz stehen, die Klippen, Berge oder Stalagmiten enthält. Kann der Spieler, dem die Speer enthält, gültige Provinz nach Ressourcen ab, zum Volumen in Form von Produktion oder Gold erhalten. Also fleißig, schnell bauen? Ich weiß es nicht. Barbar, Nahrung und Einberufung. Barbarenkatzen? Da müssen wir auch wieder als Schwarm nehmen, ne? Das war viele Barbaren, also voll wieder auf, müssen wir auf Chaos gehen, ne? Das waren wieder unsere Halblinge, waren glaube ich Barbaren, ne? What defines their society? Und wenn wir wieder beim Schwärmer. Du weinst es stärker. Weniger Versorgung, das heißt, wir können uns mehr Truppen leisten. Und dazu einfach Baumeister? Nee, das ergibt keinen Sinn, oder? Auf Beschwörer will ich nicht gehen. Mit nach. Pro Stufe der getöteten Einheit bekommt die nächste Stadt Geld und Einberufung. Dafür sind wir böse. Ist uns egal, oder? Und wir können die Leichen von den Kannibalen wollte ich nicht wieder. Also wir könnten auch die Räuber nehmen. Dann kriegen wir immer Geld und Einberufung und kriegen somit schneller mehr Truppen und Geld. Also ich habe gerade das Gefühl, das müsste ich unglaublich viele Truppen einfach auf den Boden stampfen. Und dazu gönnen wir uns halt die Feuerklingen, ne? Also generell Feuerwaffen, weil die schön sind. Alle Familien in Stufe 1 erhalten einen gestärkt. Das ist aber auch nur ein Zauber. Das ist ein Schadenszauber. Dadurch werden die Truppen kleiner. Nee, also. Wir werden mehr. So, so war das. Und machen deswegen auch mehr Schaden. Fangen wir damit an. Volkstransformation kostet uns nichts.
lang. So. Also, Katzen-Champion. Reveal yourself. Mehr der Löwe als die Katze. Nein, wir bleiben mal beim dicken Löwen. Ein dicker, großer Löwe. Ein dicker, bemalter Löwe, okay. So. Wirk mal mächtig. Wirkt das mächtig? Ich habe Axt. Ja, behalt die Waffen. So, böse gucken, komische Augen. Keine Frisur. So. Na, dann geht das wieder los. Outfit. Einen Helm kriegst du nicht. Aber einen vernünftigen Umhang. Das sieht jetzt nicht so barbarisch aus. Schädel. Schädel kommen immer gut. Passt nicht. Was ist das denn? Da wären wir wieder beim Thema Schädel. Sind nämlich jetzt so stark an die Warhammer Orks, die auch immer irgendwelche Stangen mit Schädeln und so weiter an der. Nehmen wir lieber so einen Schädel an der Schulter, ne? Ja, genau. Komischer Schädel an der Schulter. Your journey begins. Katzennamen. Katzennamen. Wer von euch hat Katzen? ich habe keine Ahnung. So, wir kriegen richtig barbarisch. Das ist jetzt Kuschelwuschel. Die Schnuffelkatze. Wir müssen aber wenigstens was sagen. Das sind die tödlichen Schmusekatzen. Tödliche Schmusekatzen. Ruhm sei mit Kriegsfürst Kuschelwuschel. Das geht nicht. Das kann ich nicht bringen. Doch, kann. Gut, ich bleib dabei. So, katzenähnliche Wesen, die sich mit raubkatzenhafter Anmut bewegen. Sie besitzen eine natürliche Rüstung gegen Magieschaden. Mit ihrem Talent dafür, neue Fähigkeiten zu erlernen, können sie sich an fast jede Situation anpassen. Sie glauben, dass man sich nur in der Hitze des Gefechts wirklich lebendig fühlt und lassen sich in der Regel nicht von ethischen Bedenken stören. Ihre Stärke liegt in ihrer schnellen Bevölkerungswachstum. No. Und ihre überwältigende Anzahl. Sie morden ohne Reue, Beute und Plünderung sind für sie wichtiger als Recht und Unrecht. Ja, von mir aus. So. Das hatten wir schon. Starten wir jetzt. Wir werden jetzt ja theoretisch am selben Punkt wieder starten, oder? Nein, tun wir nicht. Ach, ich habe vergessen, das Symbol wieder zu ändern. Immer dasselbe. Jetzt sind wir Kuschelwuschel, der Kriegerkatzenkönig mit einem Maus als, mit einer Maus als Logo. Jo, wir müssen gegen den Wächter. Jo, Schlachtplan besprechen. So, was wollen wir jetzt nochmal haben? So. Entweder das mit diesem Feuer, das hat uns irgendwie nicht wirklich was gebracht. Alle 5 Runden kommt eine Armee der ertränkten Völker. Ich möchte mal die Begründung. Alle paar Runden kommt eine Armee. Wo auch immer die herkommt. Also von ihr hier.
Der Punkt ist dasselbe. Ist die Karte anders? Sonst sind wir eher hier gestartet. Wo sind wir denn vorher gestartet? Das war doch nicht genau hier, aber in der Nähe. So, unser Scout kann erstmal die Knete einsammeln. So, ansonsten bilden wir direkt aus. Das dauert ewig. Ritualstätte, Schrein, Lagerhaus. Irgendwas müssen wir anfangen. Also Lagerhaus, erstmal Nahrung für mehr Leute. Danach gehen wir auf Kampf, Ritual, Gedöns und so weiter. Nein, wir schaffen das hier schon. Kannst du da wenigstens einmal, kommen wir da nicht ran? So, hier. So. Automatisch, fertig. Und wir bekommen Rekrutierung und Geld. Und am besten suchen wir direkt einen Platz für einen Außenposten und eine zweite Stadt. Ne? Schnell, 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 schnell. Und theoretisch müssen wir den Wächter besiegen. Also ja, es gibt verschiedene Siegmöglichkeiten. Wir müssen hier irgendwie gewinnen. Es gibt verschiedene, so hier, es gibt halt den militärischen Sieg. Dafür müssen wir alle nicht verbündeten Reiche besiegen. Das ist schwer. Wir müssen nach 105, nee, warte, das ist doch hier, glaube ich, nach, wir müssen 143 Provinzen beherrschen. Oder halt so Magie-Ding aufbauen. Das ist drei verschiedene Gebäude oder Provinzverbesserungen, die kann man bauen. Dann muss man innerhalb von 15 Runden einen Zauber wirken, dann hat man auch gewonnen. Und hier hat man halt jetzt diverse verschiedene Gegner, glaube ich. Also das ist halt... Ah, wie sage ich das jetzt? Eigentlich ist es ja die Kampagne. Die hat immer noch eine andere Möglichkeit zu gewinnen. Die haben wir hier aber noch nicht rausgefunden. So, dann nehmen wir die Brutsverwandtschaft, weil die Volksverbesserung, glaube ich, am meisten bringt. Also eine Möglichkeit wäre, dass wir uns jetzt theoretisch einmal einen gewissen Bereich ausdehnen, uns befestigen und das dann aussitzen und auf Magiesieg gehen. Aber Magiesieg brauchen wir das Buch der fünften Stufe, das dauert wieder bis Runde 100 irgendwas. So weit sind wir vorher noch nicht gekommen. Ich habe vergessen, was auszubilden, ne? Können wir ja machen, wir haben ja vorhin Punkte gekriegt. So, zum Beispiel nochmal ein Krieger. Die nächste schon mal anschmeißen. Wahrscheinlich gerade noch 0, weil ich es nicht gemacht habe, ne? So, wir gucken hier unten gleich irgendwo nach eine Möglichkeit für einen Außenposten für eine zweite Stadt. Nicht zu lange damit warten. Wir müssen ja vorankommen. Also. Wenn wir töten, heilen wir. Ist das gut? Verteidigung ist aber erstmal wichtig. Ne? Und danach gehen wir auf Kämpfen. Oder machen wir einen auf Unterstützer und sorgen dafür, alle, die bei uns in der Nähe sind. Solange diese anderen Anführer erhalten, alle Einheitsstufe 1, 20% Schaden auf ihre Angriffe. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Fangen damit an. Das ist ein nächster Punkt. Wir müssen nach und nach Erfahrung sammeln. Und Platz finden, wo wir eine zweite Siedlung bauen. Wuschel, Wuschel hat eine Schlacht gewonnen. Ich finde das super. So, Wissen einsammeln. Ja, Basis. Ja, Plagen. Finden wir hier Plagen?
Ich glaube, beim letzten Mal war ich einfach zu langsam. Ich muss, glaube ich, einfach schneller werden. Das heißt also, ich brauche theoretisch auch erstmal einen vernünftigen Platz jetzt für den nächsten Starter. Also wir hätten hier zumindest schon mal ein Mana-Ding in der Nähe. Wenn ich noch einen zweiten Ressourcenknoten finden würde, wäre schön. Finde ich aber nicht. Wer beansprucht sie denn noch? Freie Städte. Wer was? Ja. Ist mir egal, wer das hier beansprucht. Du guckst weiter. Hier sieht es auch wieder schmerzhaft aus. Brutsverwandtschaft haben wir. Freistelle, neue Einheiten beschwören sind. Zufällig Stufe 1 Einheit, die kein Speer ist. Schadenszauber, der war früher schon scheiße. Nehme ich lieber den Freischärler. Neue Provinz. Eisen oder Gold? Erstmal Eisen. Eisen bringt mal Produktion, wir wollen produzieren. Genau, also mein Plan ist jetzt halt schnell groß werden, dass wir ganz schnell die drei Städte haben, mehr Armeen. Dann ist die Forschung hoffentlich auch schneller, weil, wie gesagt, der Gegner, der hatte ja alle einzelnen Armeen, die waren doppelt so stark wie unsere. Deswegen wollte ich jetzt auch etwas nehmen hier, so, darf ich nicht vergessen, hier. Wir müssen die Brutverwandtschaft jetzt, weil die Volkstransformationen bringen halt gut Stärke. Wir machen dann alle unsere Einheiten, machen 20% mehr Schaden. Sollte gut sein. So. Der komische von Inioch ist wieder da. Der ist jetzt, also sozusagen, tritt jetzt auf die Seite des Feindes ein. Und wir haben jetzt hier Kriegsschamanen von den Blutfang-Orks. Bei Runde 5. Alle 5 Runden kommt eine komische Armee für die, für uns. Das ist gut. Theoretisch ja. Ich sehe hier nur nichts, ne? Unsere Sichtweite ist irgendwie gefühlt null. So, die Truppe bleibt mal hier. Oder? Ich weiß es nicht. Ach komm. Müssen wir die Festung da irgendwie mal rannehmen? Einnehmen? Nächste Verbesserung. Was haben wir hier? Sind günstiger. Das klingt auch gut. Nehmen wir auch mit. Andreas hat im Krieg begonnen. Das ist klar, weil jetzt gerade sind 3 Feinde aufgetaucht, die unseren 4 Leuten den Krieg erklären. Das ergibt Sinn. So, der Außenposten ist fertig und jetzt sind hier die ersten Godi. Jetzt kommt der komische Wächter und sagt, Alter, was wollt ihr hier? Meine Überlegung war ja eigentlich, dass er vielleicht, dass wir eigentlich die Bösen, storymäßig gehe ich mal darauf aus, dass wir eigentlich die Bösen unterstützen, ohne es zu wissen. Aber, ich glaube, dass da kann ich nicht reingehen in die schwelende Festung, oder? Können wir mal gucken gehen. Hm. So nicht. Nein. Muss ich es erneut versuchen. So, ja, hier, Kuschelbuschel. Kämpft gegen die Plünderviecher. Kuschelbuschel bewegt sich. Ich fände das schön.
weiß gar nicht, was er gegen Kuschelwuschel hat. So, gegen Kuschelwuschel gegen die Inferno-Welten. Das ist der epische Kampf zwischen Hunden und Katzen. Belebung. Wenn in einem Umkreis von einem Feld erhalten Tefra-Punkte gestärkt und Regeneration. So. Kommt her, ihr Hunde. Rudeljäger. Was ist denn jetzt Rudeljäger? Verursacht pro angrenzender Verbündete 120% mehr Schaden, okay. Weil werde ich beim nächsten Mal dran denken. So, Wut der Horde. Wollen wir uns verstärken? Alle erhalten plus 1 gestärkt. Plus 1 gestärkt sind 10% Schaden, ne? Genau. Nein, dann nehme ich wieder hier so. Gute Horde. Das sind die drei. So. Einen sollten wir mindestens wegkriegen, oder? Oh, das fiese Killerkatze. Nee, es reicht nicht. Irgendwie haben meine Einheiten grundsätzlich das Problem, dass sie zu wenig Schaden machen. Du schmeißt dich einfach rein, weil du bist Chef. Autsch. Au. Ich weiß nicht, Feuer wirkt beim Gegner immer unglaublich stark. Wenn ich das spiele, habe ich immer das Gefühl, ich mache gar keinen Schaden. Ja, mein Problem war jetzt, ich hätte auf die Volkstransformation warten sollen. Dann hätte ich nämlich noch, hätte ich mich mehr Schaden gemacht. Das war jetzt eher unklug. Freudig vor uns hinbrennen ist auch jetzt nicht so schön. Ganz versteht in Flammen.
Ja, ich glaube, wir müssen diesen Kampf gleich mit Kuschelwuschel nochmal versuchen. Wir kriegen ihn jetzt zwar weg, aber dann die fallen jetzt gleich. Den brauche ich nochmal verstärken. Das stirbt jetzt ja eh. Ja, zeig mal. So. Dran denken. Fiese Feuerhunde. Fiese Feuerhunde auf dem Weg. Jetzt machen die gleich wieder ja ihren AE-Effekt. Ich hab's vergessen. Nee, doch nicht. Warum jetzt nicht? Warum nicht? Also ich sehe, dass ich mich darüber beschweren möchte. Aber ich habe jetzt irgendwie doch ein bisschen AOE-Effekt vermisst. So. Stärkungszauber. Alles ist um einen stärker. Ich mache weniger Schaden als diese scheiß Nahkämpfer. Okay, Rundstutzen. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Blockiert er jetzt eigentlich den Weg? Das ist ja der einzige Weg hier runter. Außer die, die halt nachher über die Brücke noch gehen, ne? Das reicht halt nicht. Fehlschlag, super. Ja gut, und du musst unten rum, ne? Dip, 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 dip. Genau, ihr werdet jetzt alles auf ihn feuern. Vielleicht auch noch. Er kann nur angreifen, die müssen einen anderen Weg suchen und er greift die an. Mal so. Das ist nicht schlimm. Schlimm, problematisch sind halt eher, wenn überhaupt, die Hunde. Jetzt hat er sich ja gegen halt entschieden, den Engpass, den schmalen Durchgang zu nehmen. Ne? Das wäre gefühlt erstmal hilft. Gefühlt. Vielleicht auch nicht. So, wenn ich jetzt noch einmal alle stärke. Und alle drei, die im Nahkampf sind, erstmal gestärkt. Das heißt, den kriegt ihr jetzt raus. Ihr bekommt die noch nicht ganz raus, aber ihr könnt mit drauf schießen. Was jetzt dann hoffentlich reicht. Perfekt. Und hier auch reicht. Und daran sieht man dann eher, wie entscheidend es ist, wenn mal etwas den falschen Weg nimmt. Sei man es selber oder die KI.
Da sieht es ja halt schon ganz anders aus, ne? Also im Vergleich zu vorhin. In unserem Anführer ist es fast egal. Jetzt ein bisschen stabiler. So, nochmal, ist immer nur für eine Runde, ne? Oder nicht, weiß gar nicht. Nee, für drei Runden ist das, glaube ich, ne? Genau, aber es stackt ja, deswegen ist ja dann immer mehr. So, ihr greift die einfach mal an. Da drauf. Ihr drei werdet ja das hier unten wohl wegkriegen. So. Ich kann jetzt nicht dran vorbeilaufen. Das ändert meine Planung gerade. Nee, die halt alle. So. Ihr habt Angst? Nee, noch nicht ganz. Die Moral ist zwar im Keller, aber noch nicht so weit, dass sie flüchten würden. Aber so weit, dass sie nicht mehr kämpfen möchten. So wirklich. Ich will mit meinem Anführer den kaputt machen, weil ich nicht weiß, ob das mehr Erfahrung bringt. So. Das war bestimmt auch wieder ein Fehler, weil es die eine Einheit, die da ist, bestimmt gleich von ihr vernichtet wird, oder? Ne, sie ist am Flüchten, okay. Möchte ich den Siegbeanspruch? Nein, ich möchte den jetzt vernichten. Ich kann Speere werfen. So. Feierabend. Wenn wir die Möglichkeit haben, einen komplett zu vernichten, sollten wir ihn auch komplett vernichten. Ja, dafür ist Kuschelwuschel doch da. So. Mehr Geld, mehr Dings. Hat funktioniert. Ist jetzt unsers. Wir gehen erstmal in unser Territorium zurück, wegen der Heilung. Mal bitte warten. So, du scoutest hier noch ein bisschen. Der Außenposten steht. Wir können uns die Stadt nicht leisten, weil uns aktuell das Imperium fehlt. Das ist aber nicht schlimm. Wir bauen so lange einfach mal das Arbeitslager. Du bist nochmal aufgestiegen. Das heißt, du sollst ein bisschen besser kämpfen können. Wer ist jetzt hier schon wieder in Krieg? Achso, okay, gut, das muss ja. Und weiter. Nächste Runde. Ist das nächste Runde durch? Ne, übernächste erst, ne? Bekommen wir unsere erste Volkstransformation. Wir sind hoffentlich ein bisschen besser aufgestellt. So, was machen wir jetzt mit euch? Ich glaube, die Unterstützungseinheit geht hier noch mit rein, ne? Und ihr beiden kommt einfach mit. Und du läufst mal hinterher. Solange bis wir die zwei Truppen hier nachher zusammen haben. Ja, wir können schon wieder den nächsten... Das müssen wir noch loswerden, weil hier drunter liegt ein... Gar nichts. Gold?
Wir müssten eigentlich durch und hier auch die ganzen Dinge einsammeln, ne? Also wegräumen. Dadurch kriegen wir halt Erfahrung. Wieder stärkere Truppen wäre, glaube ich, nicht so falsch, ne? So, die Zweier-Truppe, ich glaube, die sammelt sich erstmal im Außenposten, oder? Sammelt ihr euch mal erst im Außenposten. Es ist ein Engpass. Das ist gerade die Überlegung. Wenn ich die Stadt hier, wenn ich das hier durchdehne, wenn hier eine Truppe steht, der Feind befindet sich aktuell alles sozusagen westlich von uns. Der muss also von da kommen. Ihr bleibt hier. Du scoutest weiter. Und wir sind hier auch neugierig. Alter! Dann halt nicht. Dann machen wir es halt selber. Es ist nicht, ist ja nicht so, dass meine Volkstransformation gerade fertig ist. Und ich sie hätte machen können, ne? Die ist ja fertig. Ich hätte die nur starten müssen. Dann wäre sie wenigstens schon durch. Das war jetzt nicht sehr schlau. Wie sehr vieles, was ich heute mache, nicht sehr schlau ist, ne? Alle zwei Runden werden alle Statuseffekte aufgehoben. Ob das gut ist für uns? Ich weiß ja nicht. Willst du heilen? Ja, das heilt. Zwei Truppen Kriegsschamanen. Einmal kurz die Truppen hier sind. Zup. Stärk entfernt. Alles wieder weg. So. Alle Verbündeten der Stufe 1, also die drei Einheiten werden wieder stärker. Jo. So. Du hast auch gestärkt mit Regeneration. So. Das. Okay, alle Truppen kommen ran. Können wir die theoretisch immer wieder im Wechsel heilen, ne? Und ich muss einen Umweg laufen. So, Kuschelwuschel. Müssen wir da rumlaufen. Da mache ich mir jetzt Sorgen. Ja gut, wenn ihr jetzt einen Effekt hat, der wieder so im Umkreis von 1 trifft, dann trifft er die halt alle zusammen. Gleich die alle vier. Leider gerade nicht so viel Schaden, der gerade rumkommt, ne? Also gegen die Feuerhunde waren wir effektiver. Das war immer böse. Du fieser kleiner Hund. Das sind zwei Hunde. Ich gebe einen Grund, warum ich keine Hunde mag. Warum ich Katzenmensch bin. Nein. Aber das ist jetzt gemein gewesen. Teleportierende Killerhunde. Autsch. Und so ein Schweinchen. So, die Berserkerwut. Und dann greift immer das nächste feindliche Ziel, das ist kein Feind, der greift Verbündete an, das ist klar. Schadensabzüge durch Verluste werden aufgehoben. So.
Ich könnte jetzt, wenn ich was hier vorne aber auf Berserkerwut mache, was eher auf Berserkerwut könnte interessant sein. Und trifft nicht. Hat sich also nicht gelohnt. Ist okay. Was? Was sind das für eine Aktion? Hat er sich einfach wegteleportiert, als angegriffen wurde? Wir sind auch nicht mehr das, was wir mal waren. Einfach uns ein, weil wir alle. Ach, für zwei Runden ist das blockiert, nicht nur für einen. Das ist aber schade. Na, die kriegen wir doch raus hier, oder? So, immerhin etwas. Also wirklich helfen tut uns das nicht. Alle Effekte wurden entfernt, ihr werdet vernichtet. So, tot. So, Schweinchen greifen ihn an. Könnte schlimmer sein. Dann werde ich die Schweinchen nicht wegkriegen, dass ich mit denen hier angreifen kann, ne? So, kriegst die Schweinchen nicht raus. Was schade ist. Das hättest du machen müssen, ne? Hat in dieser Runde bereits agiert. Okay, das war wieder ein Fehler. Da triffst du wieder nicht. War nicht genug. Ja, was machen wir jetzt mit euch hier? Man nimmt halt die Schweinchen raus. Außer ihr trefft mich. Doch, okay. Diese, also dieser Hund, Alter. Hund 49. 49. So, okay. Ihr bekommt den raus. Theoretisch. Hallo? Danke. Wie viel aus? Doch so viel. Schade, tot. Er nimmt die jetzt raus. Und den Rest schafft er hier doch nicht alleine. Das funktioniert, das ist das Einzige. Tack. Tack. Wenn er sich jetzt bewegt, ist er tot, oder? Okay, das hat sich wenigstens geklärt.
Na, den schafft er nicht. Ja, das war klar. Okay. Das muss ich aber ganz... Ja, warte. Nein. Das ist ein Planungsfehler gewesen. Nicht fertig gewesen? Achso, beende die Runde. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, das muss doch fertig gewesen sein. Das war doch jetzt eigentlich meine Idee dahinter. Ich hab's ja versaut. So, jetzt. So, Volkstransformation. Mensch, sind wir klein geworden. Mini-Katzen. So, du dahin, du auch. Oh, das Modell auf der Karte kleiner geworden, ne? Schon etwas niedlich. Geld. So. Hundemeister als Fernkämpfer. Umkreis erhalten Glück. Glück ist Crit, ne? Genau. Ah, Fernkämpfer ist eigentlich immer schön, oder? Nehmen wir mal mit. Haben wir verloren wegen ihnen. So, jetzt müssen wir es aber durchziehen, weil das war ja der Plan. Ich habe es ja darauf geschoben, dass die Volkstransformation nicht da war. Also muss ich jetzt auch mit der Volkstransformation zeigen, dass man damit dann gewinnen kann. Ja, sonst hätte ich ja Quatsch erzählt. Mache ich auch oft genug. Aber ich würde gerne mal so tun, als wäre es diesmal nicht der Fall. Ist wieder entfernt. Das wussten wir aber. So, und der Feind steht wieder hier. Wie vorhin. Wenn ich jetzt wieder da so stumpf reinlaufe, passiert eigentlich genau dasselbe wie vorhin. Na, das habe ich vergessen, den Zauber, ne? Lief mir es auch nicht mehr. Der hilft mir jetzt gerade so direkt dann auch nicht mehr weiter. So. Du bleibst hier hinten, weil da kommt gleich irgendwas komisches hin teleportiert. Wir heilen die beiden hier vorne mal. Halt, brauchen wir noch nicht. Jetzt. Gut, und er kann leider nichts machen. Außer in der Hoffnung, er teleportiert sich diesmal nicht. Doch. Nur direkt hier neben. Scheiße. Hopp, weg. Nee, doch noch nicht. Wäre gut möglich gewesen.
Das müssen die Schweinchen, die laufen wahrscheinlich auch wieder hier oben rum. Und die Elementare können da angreifen. Okay. Schweinchen machen nichts. So, jetzt Stärkungszauber für alles auf Stufe 1, für euch 3. So, wenn ihr alles trefft, ist der raus. Gut. So, ihr macht 20. Ist nicht gerade viel. Und er müsste einfach mal, weil der ist davon abgehauen dann, ne? Ja, toll. Woran macht er das jetzt fest? Ja, wenn ich mich jetzt bewege, stirbt er, ne? Achtung. Blöp. Ah, nicht ganz. Fast. Ja, keine Ahnung, dass der da rein teleportiert. Woran liegt das? Woran wird das festgemacht? In dieser Erscheinung teleportiert sie sich an einen zufälligen Ort innerhalb von zwei Feldern. Okay. Ihr seid fertig, ja noch nicht. Na gut. Au. Das Problem ist wieder diese komische Phasenbestie bei uns im Rücken, ne? So. Alles wird entweder wieder entfernt und das Schönes gestärkt sein und so. Flupp, und die sind. So. Das waren die Schweine, die Elementare. Ihr bekommt die aber auch nicht tot. Ihr bekommt die nicht tot. Genau. Aber wir euch jetzt. Außer die Phasenbestie, die immer noch ein Problem darstellt. Die, wenn ich sie jetzt angreife, sich zwei Felder teleportiert und dann wieder Probleme macht. Ah, jetzt kriegen wir die nicht ganz weg. Na, die kriegen wir weg. Lauf, 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 lauf. So, Schweinchen weg. Es sind gleich nur noch die Elementare da, ja, und die Phasenbestie, die problematisch ist. Die hauen wir jetzt einfach nochmal. Am besten von hinten, dann haut sie wenigstens nicht zurück. Und dann teleportiert sie sich bei uns in den Rücken. Natürlich! Ja, und raus sind sie. Ja, toll. Das sind starke Speere.
Der Gegenschlag macht mehr Schaden, als den ich an ihm machen würde. Kacke. Es ist doch nicht gesund. Er schwimmt hier nur hin und blockt das dann sozusagen weg. In der Hoffnung, dass er mich angreift. Was sehr unwahrscheinlich ist, er wird ihn da angreifen. Vernichten. Sag ich doch. So, Nahkampf macht mehr Schaden, ne? So. Er geht jetzt ran. Stupst ihn einmal an. Er teleportiert sich ein bisschen weg. Zurück mit dem Rücken zu uns und wir hauen einmal kurz drauf. Wurz ist gut. So, tak, tak, zweimal. Einer von den beiden Hunden ist tot. Hund ist vorbei. Hundi denkt sich, ich bewege mich ein bisschen und will die rausnehmen. Was verständlich ist, die machen gefühlt mehr Schaden. Das sieht nicht gut aus derzeit. Sieht einfach nicht gut aus. Hüpft einfach rum. Und tot. War klar. Aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Er ist kurz vorm Fliehen. Das ist viel schlimmer. Jedes Mal, wenn er Schaden kriegt, läuft er ja weg. Ne, wir laufen jetzt weg. Alter, willst du mich verarschen? Wir sind der Anführer, wir sind der General, wir sind hier Chef im Ring und jetzt läuft der weg. Vor allem, das Vieh ist ja fast tot. Du machst mich jetzt schon ein bisschen schwach, Typ, ne? Du kannst doch jetzt nicht einfach weglaufen. Was bist du denn für einer? Das geht doch nicht. Das tut mir leid, der kann doch nicht einfach hier weglaufen. Das ist doch nicht. Doch. Er hat einfach weggelaufen. Und das als Kuschelwuschel. Schämen sollte er sich. Auch, dass er meine Ansicht, dass das einfach nur an der fehlenden Volkstransformation liegt, untergräbt. Ist ja unter aller Sau. Kann ich auch erst hinschicken, ne? Du musst irgendwo bleiben. So. Alter, das war hart. Das war hart. Und jetzt? Kann ich sagen, dass ein so ein Biest so hart ist, oder? Ich kann es ja auch halt nicht forcieren, zuerst das zu töten. Das funktioniert ja auch nicht. So.
Ja, wenn du den haust, teleportiert er sich wenigstens weg. Ja. Moment. Ist uns das jetzt gerade egal? Sind es gerade alle anderen Viecher egal? Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt schlau ist. Aber diese komische Bestie ist jetzt, macht uns eigentlich bisher die größten Probleme. Und nach einmal Schaden kriegen, kann sie sich nicht wegteleportieren. Na, das ist echt nicht schön. So, und die, die da sind, werden geheilt und gestärkt. Und das hilft auch nicht, ne? Der Töten bringt aber auch nichts. Dann gehen wir lieber noch eine temporäre Heilung. Das alles ist immer in der Flank, will alles in den Rücken rein. Ne? Da ist es sowieso. Und fallt ihr jetzt, ne? Wenn das alles in den Rücken ist. Ja, Duck. 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 Und der andere fällt. Ne, der fällt. Okay. Der eine Trupp fällt, der andere. Gegen die Elementare. Oh. Und tot. Nee, nicht tot. So, wenn du einmal Schaden machst, verschwindest du, ne? Nee, nee. Da hinten, scheiße. Das war leider die falsche Richtung. Ah, nee. Nein, natürlich nicht. So, und du jetzt? Jetzt halten wir uns so viel mit dieser Phasenbest hier auf, dass wir den Rest nicht kaputt kriegen, ne? Und dann verlieren wir trotzdem wieder so viel, dass unser Anführer gleich wieder wegläuft. Da können wir, glaube ich, fast Wetten drauf abschließen. Weil der Trupp wird jetzt nicht überstehen. Ne, wir auch, gegen jetzt 4 Einheiten. So, Moral geht runter. Vielleicht laufen auch diesmal schon früher welche weg. Moral hoch, Moral niedrig. Ja, genau so. Quatsch. So, Moral ist jetzt überall neutral. Und er muss jetzt halt theoretisch alles wegtanken, ne? Das wird doch nichts. Oh, ne, das wird nichts. Oh, das schafft er nicht, oder? Und die Schweinchen können gerade nicht kämpfen. So, Pseudo-Heilung. So, 9 Schaden, 39 Schaden, 48 hat. Toll, macht er 48, ist zu wenig. So, 30 Schaden. Er hat 31. Okay, die Einheit geht weg. Dann kommt aber die nächste. Kuschel, Wuschel, du machst das. 1, 2, 3, so, eine weg. Nächster bitte.
Schweinchen. Ah, da können wir nicht gegen anheilen. Nein! Wobei, dann überlegt Kuschelbuschel wenigstens. Hier bekommt den nicht raus, das ist im Nahkampf. So, 42 auf die Schweinchen. Die Schweinchen haben dann noch 12. Du triffst drauf mit 19. Also du willst die Schweinchen rauskriegen. Die machen mehr Schaden als die anderen, deswegen musst du jetzt die Schweinchen killen. Und du hast theoretisch keine Wahl als Verteidigungsmodus, weil bei Bewegung wirst du eh gehauen. Das ist eine Abwehr. Du bekommst natürlich auch nochmal Widerstand, das ist gut. Sehe ich jetzt aber. Ich hätte dich drehen müssen vorher, ne? Du guckst in die falsche Richtung. Ja, genau, du guckst in den Rücken zu dem. Ah, Kacke. Das war nicht gut. Er läuft weg. Auch auf Kuschelbuschel. Nein, Kuschelbuschel! Nein! Kuschelbuschel ist tot! Ich will doch mal heilen. Bin ich wieder nicht gedreht, ne? Ja. Alter. Das ist zu viel Schaden. Gegen dieses ist das zu viel Schaden. Ein Versuch mache ich noch. Kann doch nicht sein, dass ich da so unfähig bin heute. Was ist denn da los hier? So. Das funktioniert theoretisch ja schon mal genauso. So, jetzt kommt der Fall. So, alle Effekte wurden entfernt. Wir sind dran. Wir gönnen uns mehr Schaden. Laufen hier wieder voll rein. Das hat ja bisher. Das funktioniert ja theoretisch. Wir müssen nur diese komische Bestie wegkriegen. Bevor wir halt zu viel Schaden kriegen für den Rest. Wir hätten jetzt ja vorhin auch nur Kuschelwuschel überleben müssen. Dann wäre ja auch alles gut gewesen. Die Heilung, ne? Die vormachen müssen, ne? So. So, und jetzt ist die Frage, wohin teleportiert sich das Vieh? Nirgends. Doch jetzt. Flöpp, dahin, tot. Nein, nicht tot. So, Frage ist jetzt. Kuschelwuschel greift an. Kann er ja. Wo teleportiert er sich hin?
finden wir raus. Ach da, verdammt. Geht auch, war die vollkommen falsche Richtung. So, nochmal heilen, kämpfen, feiern. So, es reicht. Du hast schon, ihr drei seid noch. Ja, nehmen wir die erstmal raus. Wir müssen ein bisschen bei den Elementaren reduzieren. Die haben vorhin auch schön reingehauen. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen. Oh. Nicht das Schönste. Aber vielleicht effektiver. Ich weiß halt jetzt nicht, was das Phasenvieh macht. Und. Oh, das kriegst du diesmal nicht raus. Das ist okay. Da sind jetzt unsere Unterstützer wieder direkt in der Kontrollzone drin und können erstmal wieder nichts machen. Aber dafür ist Kuschelwuschel da. Kuschelwuschel ist einfach dafür da, um immer diese Phasenbestie zu vertreiben. Weg mit dir. Wenn du dich jetzt bewegst, bist du tot. Keine Ressourcen mehr. Ach, wir haben so wenig Mana. Ne? Macht nur noch 3 Schaden. 18, 20. Theoretisch reicht's. Ein Speer. Hey, bitch. Nur 2. Oh nein. Theoretisch reicht es. Wenn keiner vorbeigeht, dann reicht das. Autsch. Okay, er ist weg. Für euch ist jetzt halt doof. Da kann ich nichts dran ändern. Ja, wenn du die schlägst, dann stirbst du wenigstens nicht, ne? Oder du waffst dich einfach, damit nicht alles hier gleich stirbt. Jetzt gerade so. Auf ihn. Ist ja so, oder? Also wenn ich ihn bewege, stirbt er sowieso. Jetzt stirbt er zwar auch, aber er hat wenigstens einen besseren Verteidigungswert. Er stirbt. Nee, er bewegt sich und greift lieber ihn an. Der jetzt halt auch stirbt. Und dann ist er auch tot. Also wenn man nicht, direkt auf die Phasenbestie geht, schafft man es auch nicht. Bekommen wir alles andere weg, bis auf sie. Also umgekehrt als vorhin. Wir schaffen nur eins von beiden.
So, jetzt nimmt er die raus. Blip. Die nehmen ihn raus. Nein, raus nicht. Okay. Ja, wenn er sich jetzt bewegt, ist er aber noch Feierabend. Schafft er doch gar nicht. Dann machen die Hunde doch dann. So, tot. Nein, nicht tot. Aber zu schwach, um den rauszukriegen. Ach Mensch. Gleich läuft unser General ist wieder vor Angst weg, ne? Der macht halt nicht genug Schaden, um die Phasenbestie zu schaffen. So, flankieren. Autsch. Können auch mal zuhauen. Dann sterben wir daran fast selber. So, er haut ab, nicht so ohne Feierabend. Ich bin einfach schlecht heute. Vielleicht bin ich auch immer schlecht, aber heute bin ich besonders schlecht. Was mache ich falsch? So. Ich habe vorhin gesagt, schon einmal versuche ich es noch. Ne? Ich habe aber nicht gesagt, wie oft ich es noch versuche. Den hier mache ich noch. Einmal noch mal mit Konzentration auf die Phasenbestie. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist mein Anführer halt tot. Dann machen wir dann an der Ecke weiter. Dann machen wir danach weiter. Wo waren das denn? Also? Es ist schon wieder 11. Wieder so spät. So. Ne, euch bekomme ich jetzt gerade nicht. Das mache ich in der nächsten Runde, weil wir verlieren unseren Buff wahrscheinlich gleich eh. Kennen wir ja schon. So, ihr kommt wieder nach. Das kennen wir schon. Hier steht genauso wie vorhin. So. Jetzt könnt... Wenn ich mich jetzt bewege... Theoretisch können die sich jetzt mal alle bewegen. Ich sag immer selber, dass ich der Anführer bin. Ich weiß nicht warum, weil es ist mein Stream. Natürlich bin ich der Anführer. So, ihr seid regeneriert. Und die Wut der Horde. Nein. Doch. Entschuldigung. So, und jetzt. Hauen wir noch mal ein bisschen was rein. Und haben den Trupp zumindest ein bisschen dezimiert. Und jetzt geht's wieder los. So. Ihr kämpft da jetzt alle. Die Phasenbestie kommt hier rüber. Klatscht die weg. Batsch! Nicht ganz. Wie immer. Wie immer, nicht ganz. Also es muss gewinnbar sein, dieser Kampf. Werd wahrscheinlich nur nie rausfinden, wie. Jetzt müssten wir eigentlich den hier freikriegen, indem wir einmal auf euch feuern. Weil er kann nämlich noch einmal hier die Belebung machen. Fehlschlag. Super! Da muss er mal hauen. Landet auf der Seite. Er kann die Belebung machen. Alles, was jetzt hier noch ist. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht.
So, jetzt könnte man natürlich... Das ist mir gerade ein bisschen verlockend. Vielleicht doch einmal reinzuhauen, zweimal draufzuschlagen, 36 Schaden zu machen. Das macht ihr hier einfach. Wir schaffen halt den einen weg, ne? Aber... Der macht dann kaum Schaden. Das Schweinchen kann so lange nicht angreifen, ne? Das ist gerade mal eine Überlegung. Dann kann das Schweinchen kann nicht durchgreifen. Das ist ein voller Trupp. Hier kriege ich einen Elementar raus. Sogar zwei für weniger Schaden. Und der Trupp ist fast ganz raus. Das heißt, von den drei, die hier im Nahkampf sind, kann der mittlere zumindest keinen Schaden mehr machen. Wenn ich den weggehauen hätte, hätten die Schweinchen nochmal reinpreschen können. Er nimmt jetzt sowieso irgendwas raus. Da bin ich mir jetzt sowieso sicher. Klack. Er hat es nicht rausgekriegt. Nett. Und wieder, der eine macht jetzt keinen Schaden. Und die Schweinchen können dafür nicht angreifen. So. Du feuerst da drauf und dann teleportiert er sich wieder weg. Die Frage ist, wohin? So, da müssen wir jetzt... Ich weiß, ihr seid dann fast tot, aber wenn das klappt, dann haben wir hier... Autsch. So. Das war gut für euch. Elementar raus. Bitte. Danke. Den Trupp raus. Die werden dann sterben, das ist mir klar. Aber ich glaube, die Wahl haben wir nicht. Für die Moral war es gut. Dass die jetzt sterben werden, ist nicht gut für die Moral. Nein, schade. Das war jetzt schade für die eine. Das war jetzt doch sehr enttäuschend. So, Schäfer, hau mal. Das reicht nicht. Ich hätte mit euch direkt dann, ne? So bestimmt mehr gebracht. Machen die denn das Schaden? Wie viel Schaden würdet ihr denn jetzt noch machen? 4, 5. Dreimal sind 15. Eine Truppe stirbt halt, ne? So, was bringt mir da Schaden machen? Ne, eher glaube ich hier nochmal. Angriffseinheit erhalten 3 Widerstand und 3 Statuswiderstand. Ich glaube, die 3 Widerstand. Nee, Widerstand hilft nicht. Ihr macht ja physischen Schaden. Dann hilft das hier schon mal gar nicht. Dann könnt ihr auch da drauf feuern. Ein Schweinchen rausnehmen oder sowas. Ne, nicht mal ein. Doch, ein Schweinchen ist gefallen. Gut, dann werden die jetzt wahrscheinlich draufgehen. Oh nein, die Moral von den Schweinen ist so schlecht.
Das sind so moralschwache Schweinchen. Oh, es hat tatsächlich geklappt, wa? Das war der vierte Versuch? Fünfte? Aber ich war mir sicher, es kann klappen. Aber es ist auch, es ist doch viel Glück dabei, glaube ich, ne? Erneut versuchen, genau. War nicht so gut. Ja. Ihr könnt euch dann wieder treffen. Ihr seid eine Truppe und der eine ist hier über. Er ist eine Stufe aufgestiegen. Wow, das dann hat sich richtig gelohnt. 20% kritische. Können wir dich nicht irgendwie. Du sollst mehr Schaden machen. Der erste Nahkampf, der im Kampf trifft, verursacht. Okay. Und dann machen wir doch den Unterstützer noch mehr Schaden. Das ist die Heilung, die will ich nicht. Mehr Trefferpunkte, erfahrene Anführer. Mehr für Einheiten in der Armee, die keine Helden sind, pro Runde Erfahrung. Ist auch schön. Ach komm, mehr Schaden. Wir haben festgestellt, dass wir zu wenig Schaden machen. So. Ist gleich genug um den Außenposten. Der Außenposten ist noch dabei. Geht mein Ei ins eigene Gebiet zurück. Ein bisschen heilen wäre vielleicht von Vorteil. Warte mal, du wartest. Ja, die eine Runde können wir noch warten. Bis dahin können wir aber hier Forschung, Mana, ne? Lieber den Nexus. Ich hätte auch das hier einnehmen können, dann ist der Weg nachher zur Feste nicht so schon weit, aber okay. No, das ist gebaut, das weiß ich. Das haben wir. Reichsentwicklung. Bekommen wir noch mehr Geld für getötete Sachen. Finde ich gut. Und hier kommt nächste Runde E-Bevölkerung. Da brauchen wir nicht noch irgendwelche seltsamen Sachen machen. So. Achso, bekommen wir wieder neue Einheiten. So, aber wie gesagt, die Einheiten, ich glaube, die sammeln sich hier an dem Außenposten und dieser Trupp geht hierhin weiter, räumt hier vielleicht ein bisschen auf noch, geht hier vielleicht runter. Wir brauchen noch vielleicht noch eine zweite Stadt. Hier ist auch noch mal, guck mal hier mit Mana, Gold, irgendeiner Blume, Eisen. Wenn wir hier so in der Nähe noch mal eine Stadt gründen, ich glaube, die könnte sich ja ganz wohl fühlen, ne? Selbst hier. Das Kraut ist weiter. Und wir haben eine neue Einheit geforscht. Noch mehr ein Fernkämpfer. Bin ich mir nicht sicher, ob das immer. Das ist gut, der Horde. Schadenszauber. Der war so mistig. Aber wir versuchen es trotzdem nochmal. Der war wohl scheiße. Ja, komm, machen wir nochmal. Okay. So, Förster. Dann können wir hier noch aufräumen. Und unsere Kampfritualstätte ist gebaut worden. Oh, wir können auch theoretisch. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt unsere Stadt bauen, aber durch die neue Provinz haben wir wieder unser Imperium vergeudet. Ja, vergeudet ja nicht, aber ist halt weg, ne?
Mana, Geld. Aber dann war die nicht fertig gekriegt. Na gut. Beschwören wir nochmal was. Hier können wir direkt da beschwören. Blip. Was haben wir gekriegt? Nochmal eine Katze. Was voll Sinn ergibt. So, den wegräumen. Da wegräumen. Da unten schläft was Böses. Da ist irgendeine Plage, die können wir noch wegräumen. Hier oben geht es nicht weiter. Hier unten aber schon. Hier müssen wir noch hin. Hier ist noch ein. Ja, genau. Das ist da. Nein. Oh. Eine Weide. Mehr Nahrung, noch mehr Wachstum. So, darauf wollte ich hinaus. Neue Gründe übernommen, Städte erhalten plus Dings. Okay, das ist auch schön. So. Wenn wir dann irgendwann mal das Imperium voll haben, um hier eine Stadt rauszumachen, hat die wirklich eine Bevölkerung mehr. So, wir nehmen das hier raus. Ich wollte eigentlich noch einen Anführer. Der hier unten eine Siedlung baut. Oder? Ja. Ablenkend, weiß ich schon. Naja. Nehmen wir lieber hier Naturaffinität noch dazu. Ist ja nicht schlimm, so. Ich weiß, es kostet mich ein bisschen, aber wir haben es aktuell. Und wir bauen hier unten einen neuen Außenposten. So, immer dann gewinnen wir mal. Ohne größere Probleme. Bleiben wir jetzt, glaube ich, mal hier erstmal stehen. Bisschen heilen, bevor wir weiterkämpfen. Wir gönnen uns eine Spalterin und rüsten noch einen weiteren Krieger aus. Die Spalterin kommt mit dem Helden mit. Damit er nicht alleine läuft. So, die Truppe ist hier. Gut, und hier ist die Ecke, die wir eh schon kennen. Dann können wir, da waren wir. Hier ist der Übergang. Hier ist auch alles durch, das ist egal. Das heißt, er kann wieder zurückgehen, unser Scout. Denn da brauchen wir uns erstmal keinen Kopf um irgendetwas machen. Außer sie größere Armeen und zwischendrin stehen. Und du bist nochmal aufgestiegen. 20% kritische Trefferchance, ist das gut? Ich glaube, ist Verteidigung vielleicht besser, oder? Und wir bekommen noch irgendwas. Mobilisierung, Verteidigung, Widerstand, infektiöser Ausbruch. Habe ich noch nie genutzt. Frostfeuersprengung, das klingt doch schön. Dann hast du noch irgendwas zwischendurch zum mal Schaden austeilen, wenn du mal auf Entfernung was brauchst. Und irgendeine komische Stadt erklärt mir den Krieg, aber das kennen wir ja schon. So, haben wir dann jetzt nächste Runde? Ne, da raucht die Runde erst, ne? Ne, jetzt. So, einmal bitte eine Stadt rausmachen. Dann haben wir das geklärt. Du gehst einmal hier hin. Du kannst jetzt aber noch keinen Außenposten machen, weil der kostet hier auch... Der kostet kein Imperium, okay. Dann mach das mal. Kriegt dazwischen so mit Mana, dem Ding, hier ist Eisen, noch mehr Mana. Du brauchst nur eine Armee, irgendwas, was dich hier unterstützt. Sind schon wieder so weit hier, ne? So, hier ist die Farm. Nehmen wir direkt. Du bist Freund, ne? Lucille ist Freund. Genau.
Und du baust hier dann noch Geld? Mehr Geld, Geld, Geld und Mana. Mana. Mach mal hier, du wirst damit eingegliedert sonst. So, 200er Truppe, das schaffen wir. So, alles gut. Schließen. Was haben wir jetzt hier? Einen schönen neuen Schild. Finde ich gut. Können wir tragen, ne? Verurteilt. Ah ja, stimmt. Ah, das ist mit eins der Probleme, ne? Negativwiderstände, die kriegen wir eher, weil wir halt diese Karte spielen. Weil so aussagekräftig ist das Ding auch nicht. Ne? Was habe ich hier für ein Horn? Vorrunde auf der Weltkarte. Ach so, wo habe ich das eigentlich her? Also schon immer? Neues Buch. So. Wenn ich jetzt hier dieses Feuerbuch nehme, ne? Dann ist das ja schön und gut. Aber das klappt doch wieder alles nicht. Ich versuch's mal. Ich versuch mal vielleicht doch hier jetzt mal auf Pyromant zu machen. Hier wie unser Verbündeter Jakar. Genauso versuchen wir das. It is the beginning and the end. It is passion and destruction. It is So, life das zu locken and kostet death. mich Mana. Die versenkte Klinge ist halt I is schön. the essence of the flame. Watch Entzünden your als Zauber ist mir enemies to egal. Ich will die smoldering Pyromantin into aber it. mit haben. Behold the beauty in the act. So rum. Irgendwie Freischärler beschwören? Wollen wir wieder? Nein. Doch. Ja. Truppen sind Truppen. Dann bildet man noch einen Hundemeister aus. Ich will mal einen Hundemeister haben. So, dann haben wir aus den Außenposten gleich eine Stadt und da unten wird ein Außenposten gebaut. Dann sind wir bei 3. Das heißt, wir müssen die nächsten 300 Imperium sammeln, um dann eine vierte Stadt halten zu können. Was jetzt nicht direkt das Wichtigste. So, die eine, wo gehen wir jetzt hin? Sammeln wir uns hier, wo der Außenposten entsteht. Das kann es ja theoretisch egal sein. Weil hier unten aus dem Süden kommt erst etwas, wenn Jakar und sowas verloren haben. Da unten brauchen wir uns nicht sammeln. Hier unten brauchen wir eine Truppe, die vielleicht die Sachen wegräumt, um unsere Anführer zu leveln. Das wird Sinn ergeben. Also zumindest etwas Sinn ergeben. So, dieser komische Riss hier wird geht so verteidigt. 490. Wir haben ein bisschen mehr. So, du bleibst hier. Ah, und hier haben wir, genau, unsere neue Stadt. Wir haben eine neue Stadt. Das heißt, wir müssen hier jetzt eine Hütte bauen, um an die schwelende Festung zu kommen, richtig? Dann können wir das hier nämlich bauen. Dafür brauchen wir nur eine Bevölkerung mehr. So, neue Anführerin gesetzt. Und wir bauen auch hier erstmal die Werkstatt. Für beides. Was erhalten? Freischärler beschwören. Auch schon wieder fertig. Ja, gut. Was haben wir gekriegt? Schild. Genau, da sind wir auf dem Weg. Genau, lauf du mal weiter, ist mir egal. Und wir haben weitere Truppen. Armee von Kuschel, ja. Dieser mit Fröschen und noch mehr Fröschen. Das sind halt immer Mischarmeen. Also wir bekommen jetzt immer Mischarmeen, weil wir halt immer zufällig kleine Truppen kriegen. Die Betonung liegt auf kleine Truppenverbände. Das sind keine großen, aber es sind immerhin Truppenverbände. So, hier können wir ein Arbeitslager bauen und irgendwann machen wir da auch eine Stadt draus. Das ist nicht schlimm.
Kurz überlegen. Der Scout nicht. Wir werden hier oben noch zwei Einheiten bauen. Weil den einen können wir auch direkt sonst machen. Und dann... Was fehlt uns dann hier noch? Alles Mögliche, ne? Zweimal Schild. Bogen. Speer. Mehr Bogen. Mehr Speer, glaube ich eher, ne? Hier, die hier. Die Plänker. Plänkereinheiten. Plänkereinheiten sind schön. Und jetzt stehe ich hier gerade vor dem Problem, gucke auf die Uhr und sehe, es ist 11:30. Wir gewinnen ohne Verluste. Okay, gut. Das ist gut. Krieger gekriegt, eine Einheit gekriegt, eine Axt gekriegt. Mensch. Doch, ich muss auf die Uhr schauen, weil ich muss morgen früh aufstehen. Jetzt haben wir so eine komische Riesenschlange. Und da ist schon wieder so ein Riesenpinguin. Die greifen wir als nächstes dann an. So. Während wir uns fit machen für den Riesenpinguin, können wir uns sagen, dass wir Kampfkunstexperte sind. Das finde ich gut. Gönnen uns eine Axt. Die sogar eine Einhandaxt ist und den Helm. Und sehen doch jetzt schon richtig, schon fast schon stylisch aus. Auf alle Fälle machen wir gut Schaden. Vielleicht. Und wir können jetzt Pyromantinnen ausbilden. Ah. Ist beide schön, ne? Es betrifft auch beide. Das ist wichtiger. So rum. Nur serviert. ne, stimmt, da hast du recht. Es hat alles seine Vorteile. Wobei ich Schlafmangel als Nachteil ansehe. Schicke ich dich mit zu ihm hier? Ja, auch nicht. Dann haben wir da unten unsere 6 Einheiten zusammen. Das sind 95, 8, also 170. Plus da sind 500. Damit kriege ich das Kleinvieh hier unten alles weg. Sagte er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Aber die Schmetterschädelfeste schaffen, mag ich mich ja noch nicht drauf festlegen. Aber ist nicht schlimm. So, 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 sammelt euch mal. Ja, kommt nachher in der nächsten Runde damit rein. Das passt dann nämlich super. Könnt ihr in der nächsten das da angreifen. Scouty Mac Scout. Ja. Jetzt hier unten weiter gucken. Das sind Türme und so weiter. Hier geht es ja auch nicht weiter. Hier ist auch ein Loch im Boden, ne? Das Wasser läuft hier in diese Schlucht rein, ne? Genau. Jetzt ist der Pinguin weg. Wir hatten jetzt den Pinguin entfernt. Hm. Wollte ich doch machen. So. Schrein ist fertig. Schmied, ne? Mehr Beschwörung. Also mehr ausbilden, so rum. Die möchte ich gerne haben. Ich möchte 2 Pyromantinnen haben. Farmen gewähren mehr Nahrung. Gut. Mehr Wachstum. Das hier oben gucken wir uns nachher an. Und irgendjemand hat einen Kriegstrupp entsendet. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber irgendwo kommen dann Feinde angelaufen. Die müssten aber auch alle von hier hinten kommen. So, freie Städte sehe ich nämlich gar nicht. Wo sind wir denn jetzt? Toll. Militärisch sind wir nicht die Letzten. Expansion sind wir relativ weit oben. Magie sind wir unten, ist klar, wir sind reine Nahkämpfer. Und in der Wirtschaft sind wir auch da unten, okay.
Weil unsere Quote hier oben scheiße ist. Wir sind beim Militär immer noch Mist? Das ist nicht schön. Ich dachte, wir kommen wenigstens ein bisschen besser jetzt zugange. Und ich muss mich damit öffnen, dass wir schon wieder einfach kein vernünftiges Militär haben. So, hier ist ein kleiner, so ein Mischtrupp, so ein hässlicher. So, was mache ich jetzt mit dir? So, die Hauptarmee geht jetzt auch mit da lang. Notfalls mit dem hier zusammen. Und hier hinten bauen wir so lange noch eine neue auf, in der die Pyromanten und so drin sind. Während wir das machen, können wir hier schon mal wieder pimpen mit Gold. Wir können das auch beide mal Gold mit Nummer 15. Oder die Mine bringt doch 5. Farm mit Geld. Ja. Die sind doch noch da. Die haben sich nur versteckt. Die waren aus meinem Sichtbereich raus. Ihr fiesen Pinguine. Mir rechnet doch keiner mit. So, ihr bitte hier mit rein. Nee, vereinigt. Gut. Einen schönen neuen Dolch. So, bevor wir den nächsten angreifen, erstmal wieder eine Runde heilen im eigenen Gebiet. Neue Forschung. Da sehen wir noch die Pfeile. Wir können jetzt aber die versenkten Klingen über die nächsten zwei Runden ausbilden für unsere Truppen. Deswegen brauchen wir mehr Mana. So, hier direkt angesprochen, bringt aber eher Wissen. Ist aber nicht schlimm. Und den Rest müssen wir nicht hierhin ausdehnen, weil in diesem Ödland kriegen wir überall nur diese komischen Hütten. Diese Hütten helfen uns ja gar nicht weiter. Dann sind wir jetzt gleich, in Ebene 8, Runde 18. Das heißt, wir sind so weit wie vorhin, wo wir angefangen haben. Und ich fühle mich trotzdem noch, dass wir einfach scheißen weit zurückliegen. Dass uns all die anderen komischen Typen einfach fies überrennen werden. So fühle ich mich. So, aufgestiegen. Nein, ich bin schon Assassin durch. Nee, warte mal. Mein Anführer hat ja noch nicht alles. So, dann bist du Unterstützer, ne? So, Unterstützer, einen haben wir schon. Das heißt, du gönnst den Leuten mehr Erfahrung? Nein. Mehr Schaden. Arbeitslager für mehr Mana war unser Plan, ne? Mana-Knoten. Mit Wissen, beides, ne? Ja. Und dann, wenn wir die 200 Dings hier voll haben in zwei Runden, können wir hieraus auch wieder eine Stadt machen. Obwohl wir hier einen auf Schwarm und so weiter haben, sind unsere Städte einfach klein. Ich kann aber doch mein weniges Imperium. Ja, gut, Zitadelia. Genau, da hatten wir ja auch hier so. Da haben wir jetzt irgendwo eine Stadt. Hier oben am Arsch der Welt. Also, es ist halt alles westlich von uns. Das ist Feind. Nordwestlich. Aber alles halt sozusagen in diesem Ödland oder, ja genau, im Ödland ist der Feind. Alles andere ist nett und gut. Na hier, Jaka hat sich auch schon ins Ödland auf den Weg gemacht, genauso wie wir. Ja, die mögen uns auch.
Ach, ich bin auch so unschlüssig, ob das jetzt alles gut ist, was wir hier machen oder nicht. Eher nicht. Muss ich hier hoch? Oder muss ich hier runter? Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier tue. Hurala. Junge, das ist auf jeden Fall wieder ein Grünstreifen. Und kein Ödland. Aber hier sind trotzdem Feinde. So, hier ist ein Trupp. 341. Aber nur einer. Wir sind dem personell überlegen. Wir haben 1000. 1000, Alter, sind wir schlecht. So. Das haben wir bestimmt. Ich habe oben nicht aufs Mana geachtet. Das hat uns ein bisschen was gekostet. Aber unsere Truppe ist jetzt stärker geworden. Ich habe mir das nicht gemerkt. So, du bleibst mal hier. Noch einen Freischäler beschwören? Nee, da warte ich eher auf die nächsten Pfeile. Dann nehme ich die nämlich noch mit. Die nächste Entwicklung möchte ich nicht. Dann baue ich, glaube ich, eher die neue Stadt. Baue ich dann die neue Stadt? Nehmen wir mal 3 Städte. Damit die Grell sozusagen das dann erstmal erreicht. Ja, klingt nach dem Plan. Wir machen die dritte Stadt da gleich raus. Habe ich ihn jetzt gerade so angeknurrt. So. Noch ein paar weitere Truppen gekriegt, noch ein paar Fröschchen. Ich glaube, dieser Kringelkreis hier über uns rüber geht, zeigt das, glaube ich, mit an. Ne? So, jetzt haben wir hier 701. Die laufen hier noch weiter rum. So, ihr macht das mal zusammen hier, ihr beiden. Und du gehst einfach mal gucken, ob hier irgendetwas ist, was interessant ist. Ja, hier ist auch wieder Ödland. Dann wird er wahrscheinlich da sitzen. Dann brauchen wir theoretisch noch einen neuen Helden. Das ist nur Stufe 1. Warum kriegen wir die nur Stufe 1? Das bin ich gerade voll doof. Dann bleib hier sitzen. So. Ist am Leben geblieben. Fertig. Jetzt gibt es einen Zauberstab. Mehr Pfeile. Kein neues Buch. Dann nehmen wir den. Oh, was haben wir hier? Erstschlag. Für die Schildeinheiten, Stangeneinheiten. Nur für unsere, nicht die wir geschenkt kriegen, ne? Okay. Dann nehme ich lieber Magma-Geist. Du bist nochmal aufgestiegen als Supporter. Alle sind ein bisschen stärker. Das ist nicht das. Okay. Zu dir wollte ich einmal. Weil wir haben noch den komischen Pfeil und wir haben den Dolch. Das heißt, du brauchst theoretisch auch eine Rüstung und ein Reittier. Dann hätten wir dich und einen Ring. Dann hätten wir mal jemanden Vollausstattung. Wir sind jetzt neutral, nicht mehr böse. Warum sind wir nicht mehr böse? Was ist passiert? Keine bösen Aktionen in letzter Zeit. Ja. Okay. Das stimmt. Wir sind einfach zu gut für diese Welt. Na, also. So, nächste Stadt. Direkt neue Bereiche. Wir gönnen uns das Mana. Zusammen mit dem Wissen. Ja.
So, was ist das hier jetzt so? Stärke Chaos. 80% Erfolgschance. Der Fluss von seinen Kameraden gehen blinkt wieder aufeinander los und bevor schon der Berserker-Vergangen aktiv. Eisroll ist wütend. Für 6 Runden Kuschelwuschel verliert eine Astral-Affinität. Oh nein! Gestärkte Verteidiger aktiv. Ich glaube, den Kampf mache ich noch. Den Kampf mache ich noch. Oder? Ah. Ah, vielleicht gewinnt er automatisch, ja. Ja, guck mal, den Kampf mache ich noch. Locker. So, okay. Salz und Essig. Nachspiel. So, die Bestien sind keine Gefahr mehr. Kriegt schon mal einen Verneigt sich. Wir alle hier verdanken euch unser Leben. Das ist schön nett. Produktion ist auch schön. Geld. Oder wir nehmen den Kriegsschaman. Kriegsschaman oder Produktion? Ich nehme die Produktion. Dann bauen wir nämlich unsere Sachen erstmal ein bisschen instant. So, die Werkstatt nämlich zum Beispiel ist direkt da. Die Kampfritualstätte ist auch direkt da. Und dann bauen wir noch das Lagerhaus direkt hinterher. Jetzt haben wir leider nicht, das ist das nächste, was ich brauche, mit das Ding hier eigentlich einnehmen. Also da halt auch wieder so ein Nexus draufbauen oder Forschungsposten draufbauen. Hm, ihr seid jetzt weggelaufen? Bye. Weiter umgucken. Wer ist hier der Feigling, hä? Ich. Natürlich ich. Wer denn sonst? Ach, Kacke. So, Chaosbuch. Was haben wir als nächstes? Buch des Chaos, Mal des Unglücks, Unglücksfluch, Gremlins. Die bleiben ja bei Chaos-Sachen, ne? Kommen die in die Lustbarkeit, so mit Blutungswaffen und so weiter. Das klingt schön. Ah. Ja, wir nehmen die Blutwurfwaffen, ne? Oder eine Skalde? They are the ultimate victors of war, no matter the... Nein, stärkere Waffen, wie immer. So, hier können wir wieder ausbauen. Wissen und Mana. Und wir bauen auch hier ein Lagerhaus für mehr Wachstum. So. Hier können wir eine neue Provinz wieder einnehmen. Kommen halt hier vorne noch nicht weiter, ne? Wegen Eingrenzung, weil wir das Rathaus noch nicht ausgebaut haben. Wir sollen jetzt nicht das Rathaus ausbauen. Sie ist aufgestiegen. Alle Einheiten sind, machen mehr Schaden. Irgendein Held möchte kommen. Wir sind zur Stufe 3. Okay. Wir abgelenkt. Und Kampfzauberpunkte, das ist auch schön. Glubschi die Katze. Anführer dieser neuen Truppe da. So. Neue Entwicklung ist egal, will ich nicht, weil ich brauche die Punkte. Um Magnafuhr theoretisch noch einmal zu erweitern, weil ich will die Schmetterschädelfeste mit übernehmen. Weil das, diese Sachen mit einzunehmen, bringt halt immer wieder mehr Imperium auch. Das heißt, nur die 63 Punkte. Da haben wir das Ding da drauf. Das nächste Gebiet. Wir haben jetzt nochmal einen Trupp. Von 300. Ja, krieg ich die noch weg?
Theoretisch ja. Theoretisch stellen wir uns morgen dann wieder mit Dwarf Fortress, weil ich wollte, mach das im Wechsel. Ich muss für Dwarf Fortress für YouTube ein bisschen was voraufnehmen, weil ja die Ferien anstehen und ich nicht weiß, wie ich da zum Zocken komme. Ich will den nicht angreifen, weil dann muss ich das noch spielen. Dann bereite ich lieber alles vor für. Ah, genau. Zieht euch mal zurück. Wir sind halt ängstliche Katzen. So, und er, keine Ahnung, bereitet sich mental darauf vor, nächstes Mal da anzugreifen. Der Schmied ist da. Wir müssen das Rathaus erweitern. Vorher geht hier gar nichts. Haben wir kein Geld. Also brauchen wir doch was. Was für Geld? Genau, gute Nacht, Shen. Schön, dass du da warst. Bis morgen. Genau, wir sind ja schon hier oben. Hilft uns aber nicht. Wir haben ein leichtes Finanzproblem, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht warum. Alter, die ganze Armee, die kommt einfach hinterher. Die riesige Truppe kommt einfach hinterher. Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Oh Gott, da kommt noch eine. Wer bist du denn jetzt? Was willst du denn hier? Du blockierst hier alles. Also, wenn es jetzt nicht wahr hier, Mensch. So. Geh du mal da oben erkunden. Da unten kommt, wissen wir jetzt erstmal. So. Da rasen wir jetzt rein. Und dann mache ich auf. Zeige ich seit einer Stunde. Jetzt haben wir auch was verloren. Das heißt, wir müssen es manuell machen. Das heißt, wir werden es erneut versuchen. Aber beim nächsten Mal. Und zwar, wenn alles gut läuft, am Mittwoch. Dieser Cliffhanger für Mittwoch. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt. Wir gucken uns das an. Wir machen das hier am Mittwoch weiter. Und ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr dabei wart. Ansonsten, wie gesagt, morgen ist Dwarf Fortress. Mittwoch, wenn es gut läuft, nochmal wieder Age of Wonders. Hier mit der Schlacht, die wir dann weitermachen. Und ansonsten wünsche ich euch dann einen schönen Abend. Morgen einen wunderschönen Tag. Bin noch ein bisschen überzogen heute, ne? Ist auch nicht schön, sowas. Also, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.